أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Herzlich willkommen liebe Geschwister zu der Unterrichtsreihe Ramadan dein Wandel. Heute ist der neunte Teil. Liebe Geschwister in Islam, in diesen paar Minuten möchte ich mit euch neun Botschaften teilen. Die erste Botschaft: Leitgedanke des Tages. Was ist unser Motto des Tages für Ramadan, damit unser Wandel bi'iznillahi ta'ala richtig stattfinden kann? Das erste ist: Mein Ziel ist, hinter den Sternen zu gelangen. Mein Ziel ist, hinter den Sternen zu gelangen. Das heißt, wir brauchen starke Wille. Das ist das Motto des Tages. Du brauchst einen Wille, einen sehr, sehr starken Wille, um diesen Ziel zu erreichen, dass du bei Allah Azza wa Jalla Zufriedenheit, Barmherzigkeit in sein Paradies ankommen kannst. Zweite Botschaft: Der Gewinn des Tages. Was bringt mir ein Gewinn, wenn ich einen Wille habe, das mich zu Allah Azza wa Jalla führt? Diese starke Wille ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Du musst die Wille haben. Besiegen der Gelüste des Bauches, diese Bauchgelüste oder was zwischen den Beinen Schamgegend ist. Diese Gelüste kannst du nur besiegen, wenn du eine starke Wille zu Allah Azza wa Jalla hast, eine Sehnsucht zu Allah Azza wa Jalla hast, eine Ernsthaftigkeit zu Allah Azza wa Jalla hast. Die Wille haben, das Monat Ramadan durchzufasten, auch wenn die Tage lang sind. Die Sommertage sind lang und das Wetter ist heiß, trotzdem habe diese Wille zu fasten. Ein starkes Wille zu besitzen, den Zorn zu besiegen, damit das Fasten nicht ruiniert wird. Das ist wichtig. Ein starkes Willen zu besitzen, um den Übel und Schäden ertragen zu können. Ihr schaut und ihr seht selber, was um uns herum passiert. Um diesen Übel und diesen Schaden überwältigen zu können, brauchst du einen starken Glauben, eine starke Wille, eine starke Sehnsucht zu Allah Azza wa Jalla, um standfest bleiben zu können. Liebe Geschwister, passt auf. Passt auf und verliert nicht alles wegen der Lüste der Augenblick. Es gibt Lüste der Augenblick, man kann alles in einem Augenblick verlieren. Mit einem Wort, man kann sein Fasten vernichten, seine Taten vernichten, seine Gebete, sein Islam vernichten. Mit einer Tat. Deshalb, liebe Geschwister in Islam, pass auf und verliere nicht alles. Deshalb brauchst du diese starke Wille. Deshalb brauchst du noch mehr Dua zu Allah Azza wa Jalla, dass er dir Erfolg gibt. Meine dritte Botschaft im Lichte des Korans, der Vers des Tages in diesem Monat, liebe Geschwister, in diesem Tag ist, Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Ankabut, Vers Nummer 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah Azza wa Jalla, der Erhabene, sagt, diejenigen aber, die sich um unseres Willen bemühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege recht leiten. Unsere Wege leiten. Und Allah ist wahrlich mit den Gutestuenden. Und Allah ist mit diesen Leuten, die das Gute tun. Was heißt diese Erklärung dieses Verses? Kurz gesagt, liebe Geschwister, eine Rechtleitung, Al-Hidaye, kann nur stattfinden, wenn der Diener sich mit starker Willen bemüht, das zu erreichen. Das heißt, du musst dich bemühen. Und die Gelehrten sagen, je mehr die Bemühung, der starke Wille da ist, desto mehr ist man auch recht geleitet. Und du sollst vier Sachen bekämpfen. Erstens deine innere Selbst. Mit dir selbst sollst du abrechnen und dich erziehen. Zweitens mit deinen Gelüsten. Drittens mit dem Teufel und viertens mit dem irdischen Leben, dass das irdische Leben dich nicht besiegen soll. So sollst du wissen, wer diese vier Bemühungen nicht bemüht und nicht eine starke Wille gegen diese Sache zeigt, so wird er verlieren. Wie will er dann den Feind besiegen? Wie will er dann andere Ziele erreichen? Wie will er hinter den Sternen kommen? Und er hat schon die irdische Leben, Gelüste hineingefallen, den Fallen der Teufel hineingefallen. Mit sich selber hat er sich noch nicht mal überzeugt. Er schafft nicht mal das Fajr aufzustehen. Wie soll er dann die großen Ziele erreichen?
Deshalb, liebe Geschwister in Islam, meine vierte Botschaft ist, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild. Schauen wir mal in seinem Leben, in seine Biografie. Da sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine sehr, sehr starke Wille hatte. Er hatte einen Kampfgeist und er hatte ein sehr hartes Aushaltenvermögen. Er hat es ausgehalten. Wo ist dein Aushaltsvermögen für Religion, für Allah azza wa jalla? Schaut, was Allah azza wa jalla über Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in Surat al-Inshirah. Sagt Allah azza wa jalla, Vers Nummer 6 oder 7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an. Wenn du fertig bist, dann strenge dich an. Was heißt das? Diese Vers haben die Gelehrten von Sahabe viele Meinungen, wie Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, radiallahu anhum ijma'in, haben viele Erklärungen gemacht. Sie sagen, wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an. Damit ist gemeint, wenn du fertig bist mit den Pflichten, dann fange an mit dem Nachtgebete. Oder in einer anderen Meinung, wenn du fertig bist mit den Gebeten, dann fange an mit den Bittrufen, Dua. Das heißt, von einer Gehorsamkeit zu anderem, zum nächsten Gehorsamkeit sollst du gehen. Das zeigt doch, liebe Geschwister, wie unser Gesandter, alaihi salatu wassalam, ein Aushaltevermögen hatte, eine Wille hatte, eine Sehnsucht hatte, Allah azza wa jalla's Barmherzigkeit zu erreichen. Liebe Geschwister in Islam, wenn dein Körper gesund ist, dann benutze deine Gesundheit für deine Anbetung. Benutze deine jetzt Wille für Gehorsamkeit zu Allah azza wa jalla und nicht zu Ungehorsamkeit. Meine fünfte Botschaft ist, aus den glanzvollen Aussagen der rechtschaffenen Gelehrten, unseren Vorgängern, Salaf Salih, die Salihin, liebe Geschwister, der Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dieser große Gelehrte, sagte, wenn der Diener wahrhaftig ist in seiner Wille und er gehorcht wirklich Allah azza wa jalla, so wird Allah ihm eine Wille geben, das sogar in der Lage ist, Berge zu versetzen. Denk ja nicht, oh, ist unmöglich, Wallah, ist möglich. Wenn du Glaube hast, wenn du Vertrauen auf Allah azza wa jalla hast, wenn du Überzeugung hast auf Allahs Versprechen, dann hast du sogar die Kraft, die Berge zu versetzen. Allahu Akbar. Sogar sagte ein berühmter Führer der Welt, der sagte, bei den Leuten, die stark sind, die starken Willen haben, für sie gibt es nichts, was unmöglich ist. Unmöglich findest du nur bei den Aussagen, bei den Leuten, die schwach sind, die unfähig sind. Bei den Unfähigen. Sogar gibt es eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte zwischen möglich und unmöglich. Einmal hat sich möglich mit unmöglich getroffen. Und der möglich hat ihn gefragt, oh unmöglich, wo lebst du? Daraufhin hat der unmöglich gesagt, ich lebe in den Träumen der Unfähigen. Das heißt, der Unfähige, der sieht alles unmöglich, unmöglich und denkt alles unmöglich, unmöglich. Sei nicht von diesen Menschen. Meine sechste Botschaft, Ramadan und starke Wille. Was ist damit gemeint? Ramadan und starke Wille. Ramadan und starke Wille, liebe Geschwister, ist sehr zusammen. Denn in Ramadan und vor Ramadan und nach Ramadan ist gewaltig. Vor Ramadan konntest du dir nicht vorstellen, in diesen heißen Sommertagen zu fasten. Vielleicht hast du gar keine freiwillige Fasten gemacht. Aber seitdem Ramadan eingetroffen ist, Alhamdulillah, du fastest. Du fastest die heißen Sommernächte, die Tage. Auch wenn die Tage sehr lange sind. Das ist gewaltig. Nachts konntest du nicht aufstehen. Aber jetzt schau, in diesen wenigen Stunden der Nacht, das sehr kurz ist, versuchst du in Gehorsamkeit, in Anbetungen zu verbringen. Das alles zeigt, dass es möglich ist mit starker Wille, mit Allahs Hilfe. Liebe Geschwister, es gab Menschen vor Ramadan, der hat noch geraucht. Aber seit dem ersten Tag von Ramadan, der hat abgebrochen und er raucht jetzt nicht mehr. Es gab Menschen, die hatten schlechte und hässliche Gewohnheiten. Aber durch Ramadan, mit Allahs Hilfe, Alhamdulillah, im Monat Ramadan, er hat jetzt diese schlechten Gewohnheiten unterbrochen, abgehört und kehrt die nicht mehr zurück. Das ist gewaltig, liebe Geschwister in Islam. Viele haben ihre schlechten Gewohnheiten beendet, was vor dem Ramadan nicht sichtbar war. Wie geht das?
nur mit Glaube, Überzeugung und Wille und die Belohnung, was man bei Allah Azza wa Jalla bekommen wird, immer im Gedanken halten. Halte die Belohnung, was du bekommen wirst bei Allah Azza wa Jalla im Gedanken und lese über diese Belohnungen und höre zu über diese Belohnungen, so wird deine Wille, um das zu erreichen bei Allah Azza wa Jalla, noch größer werden, bismillah ta'ala. Meine siebte Botschaft an die Leute, die ihren Willen verloren haben. Die Sonne des Willens geht runter, ist untergegangen. Das heißt, man ist immer noch gefangen in ihren hässlichen, schlechten Gewohnheiten. Er raucht immer noch, obwohl Ramadan da ist, obwohl er jetzt eine starke Wille hatte. Oder er verbringt die Nächte nachtlos, aber in Ungehorsamkeiten, in Sünden. Wo ist deine Wille? Guck mal, deine Wille geht herunter. Oder über die Leute lästert er immer noch weiter. Oder er verschläft das Fajr-Gebet oder verschläft viele Gebete. Liebe Geschwister, die Sonne geht unter des Willens und er macht immer noch, hat er sich ergeben dem Teufel. Er ist immer noch in den Händen, in den Fallen des Teufels. Das darf uns nicht passieren. Vergiss nicht, je mehr deine Wille stärker wird, desto geringer wird der Einfluss der schlechten Gewohnheiten. Merk dir das, ich wiederhole das nochmal. Je stärker deine Wille wird, desto geringer wird der Einfluss der schlechten Gewohnheiten. Wie kann meine Wille stark werden? Indem ich Allah erkenne, indem ich Allah Botschaft weiß, indem ich weiß, was ich bekommen werde, was Allah Azza wa Jalla für diese Taten dir versprochen hat. Wenn du weißt, welchen Nutzen und welche Belohnung, welchen Preis du dafür bekommst, glaub mir, du würdest dein Stirn von dem Gebetsteppich nicht mehr aufheben. Liebe Geschwister in Islam, meine achte Botschaft ist die Dua. Dua des Propheten a.s., die er gesagt hat vor dem Sonnenaufgang und vor dem Sonnenuntergang. So lass uns diese Dua machen, indem wir sagen, Allahumma inni a'udhubika min al-hammi wal-hazan wa a'udhubika min al-ajzi wal-kazal. O Allah, ich suche bei dir Zuflucht vor was? Vor Sorge und vor Trauer, vor Unfähigkeit und vor Faulheit. Und dann er sagt weiter, wa'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Und ich suche bei dir Zuflucht vor Feigheit und Geizigkeit. Wa'udhu bika min al-ghalabati ad-dayn. Und ich suche Zuflucht bei dir vor Unzahlbarkeit. Das heißt, ich bin nicht mehr fähig, meine Schulden zu zahlen. Wa qahri ar-rijal. Oder dass mich Menschen, Männer besiegen, dass ich besiegt werde. Ich suche vor diesen sechs Sachen bei dir Zuflucht, O Allah Azza wa Jalla. Oder bei diesen acht Sachen sucht der Gesandte alayhi salatu wa salam Zuflucht. Das heißt, Zuflucht bei Allah Azza wa Jalla vor Sorgen, was in Zukunft passieren wird. Trauer, was in Vergangenheit passiert ist. Unfähigkeit, was wir sprechen, keine Wille haben. Faulheit. Faul, das ist ein Zeichen der Heuchler. Feigheit, das ist Katastrophe, dass man wegen Feigheit seine Religion, seine Ehre, seine Würde, seine Stolz alles abgibt. Oder Geizigkeit, diese Habgierigkeit, dass ihn vernichten wird. Oder unzahlbar fähig, dass er ist nicht mehr fähig zu zahlen. Oder dass er besiegt wird. Möge Allah Azza wa Jalla uns vor solchen Charakteren, vor solchen Eigenschaften beschützen. Und zum Abschluss meine neunte Botschaft und ich beende auch meine Worte. Zeige Taten und nicht Worte. Das heißt, beeile dich mit guten Werken. Wie kannst du dich beeilen? Nur wenn du starke Wille hast. Wie kriegst du starke Wille? Wenn du weißt, welchen Preis du dafür bekommen wirst. Liebe Geschwister in Islam, stell dich erst zufrieden, wenn du die großen Taten gemacht hast. Sei nicht mit einfachen Taten zufrieden. Mach mehr. Du kannst mehr machen. Sei nicht zufrieden, weil du heute einen Vers rezitiert hast. Lies mehr. Sei nicht zufrieden, dass du nur drei Rekka gebetet hast in der Nacht. Bete mehr. Sei nicht zufrieden, dass du nur 1 Euro gespendet hast. Gebe mehr. Das heißt, du sollst nicht dich zufriedenstellen mit kleinen Taten. Eine andere Sache, um deine Langeweile zu töten zu können, zu beenden zu können, musst du dir einen Tagesplan machen. Mach dir einen Tagesablauf, einen Wochenplan, einen Monatsplan, wie du deine Langeweile töten kannst, indem du dir starke Willen setzt, starke Ziele setzt, hohe Ziele setzt. Hinter den Sternen möchtest du gelangen.
Und eine andere Sache ist zum Schluss, liebe Geschwister, damit du Taten zeigen sollst, sag, ich werde jedes Mal die Belohnung für die Taten im Gedanken haben, damit der Geschmack der Anbetung anwesend ist. Wir wollen, dass du starken Willen hast, damit du den Geschmack des Tatens, der Anbetungen erreichen sollst. Möge Allah uns starken Willen geben in seiner Gehorsamkeit, dass wir ihn anbeten, ununterbrochen von einem guten Tat zu einem weiteren guten Tat gehen können. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.